Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Unser München. Noch mehr Wohnen für alle realisiert die GEWOFAG derzeit an der Bodenseestraße in Neuaubing. Nun wurde dort richtfest gefeiert. Die letzte Etappe hat damit begonnen. Nach der Parkplatzüberbauung am Dantebad ist das Projekt Bodenseestraße nun das zweite Bauvorhaben der GEWOFAG im Rahmen des neuen Wohnungsbausofortprogramms der Stadt. Es ist erneut ein Turboprojekt, das die GEWOFAG hier an der Bodenseestraße baut. In einer beispiellosen Zeit von nur 10 Monaten. Bereits im März 2017 werden die Ein-, Zwei- und Dreizimmerwohnungen bezogen sein. Insgesamt investiert die kommunale Wohnungsbaugesellschaft hier rund 10 Millionen Euro. Stück für Stück wird Wohnen für alle in die Tat umgesetzt. Weil der Bedarf am bezahlbaren Wohnraum einfach da ist. Einerseits für die Personengruppe der anerkannten Flüchtlinge, andererseits für die Personengruppe, die zur Hälfte hier einzieht, nämlich ja, ganz normale Wohnungssuchende mit geringen Einkommen aus der langen Liste des Wohnungsamtes. Der Neubau ist um mehrere Höfe angeordnet. Diese laden zum Erholen und zum Austausch ein. Die zwei Gebäude selbst sind über Laubengänge erschlossen, die gleichzeitig Aufenthaltsqualität besitzen und als Balkonersatz dienen können. Und noch eine Besonderheit, ein sogenannter Hybridbau in Systembauweise. Hybridbauten, das heißt ja, wir benutzen einen Betonkern, um Treppenhäuser und den Brandschutzschutz zu erreichen und bauen dann weiter mit Holzelementen. Also hier sieht man das ja auch schön an der Verkleidung. Das ist einfach ein schnelles Bauen. Man braucht weniger Zeit konkret auf der Baustelle, man kommt schneller durch die Stadt, wir reduzieren den Feinstaub und den Verkehr. Also einfach eine feine Sache. Das Grundstück befindet sich in einer Umgebung mit guter sozialer Infrastruktur. So gibt es in der Nähe beispielsweise eine städtische Kinderkrippe, eine Kindertagesbetreuung, einen Jugendtreff und eine Mittelschule. Wohnen für alle ist ein Wohnungsbauprogramm, das der Stadtrat Ende letzten Jahres beschlossen hat. Und im Rahmen dieses Programmes soll für Menschen, wie es der Name auch schon zum Ausdruck bringt, Wohnungen geschaffen werden, günstige, bezahlbare Wohnungen, die aufgrund ihrer besonderen Lebenssituation es nicht so einfach haben, hier in dem angespannten Münchner Wohnungsmarkt etwas zu finden. Weitere Projekte werden bei der GEWOFAG Zug um Zug folgen. Konkret wird es schon bald an der Schittgabler Straße in der Lerchenau. Dort entsteht der dritte Wohnen für alle Neubau des kommunalen Unternehmens. Er gehört zu den renommiertesten Schriftstellern Kanadas. Douglas Coupland gilt als höchst lebendige Ikone der Literatur. Weniger bekannt hier im deutschsprachigen Raum ist hingegen seine Arbeit als bildender Künstler. Wer das gesamte gedankliche Universum von Douglas Coupland jedoch entdecken möchte, sollte sich bis spätestens 8. Januar in die Villa Stuck in München begeben. Hier geht außerdem noch bis 29. Januar eine Ausstellung über einen der bedeutendsten Symbolisten der Niederlande. Er ist der Wegbereiter für eine europäische Moderne. Jan Torop, einer der bedeutendsten niederländischen Symbolisten. In der Villa Stuck gibt es erstmals in Deutschland sein umfassendes Werk in einer großen Übersichtsschau zu bestaunen. Man geht durch diese Ausstellung und man denkt eigentlich, das kann alles gar nicht von einem einzigen Künstler stammen. Man hat so einen späten Impressionismus, da steckt auch noch so ein bisschen Van Gogh mit dabei. Dann kommt auf einmal James Ensor, den er in Belgien eben kennenlernt. Dann beschäftigt er sich ganz eingehend mit Pointillismus, also wo so aus vielen kleinen Punkten nebeneinander auf der Leinwand die Bilder aufgebaut werden. Und es gibt so eine, das ist sicherlich dann auch der Höhepunkt seiner Karriere, symbolistische Phase von den späten 1890er Jahren bis so Anfang des 20. Jahrhunderts, 1905, 1906. Das ist so ein bisschen wie Fantasy-Romane lesen. Die Vielseitigkeit seines Schaffens rührt vor allem aus seinem zeichnerischen Talent, seinem Interesse an gesellschaftlichen Themen und seiner Vorliebe für Mystik. Torop steht wahrscheinlich so für innerhalb seiner verschiedenen Schaffensphasen vor allem immer für höchste Qualität. Noch bis zum 29. Januar 2017 können die Werke von Jan Torop in der Ausstellung in der Villa Stuck besucht werden.
Intuitive Kunstwerke, Bilder und Objekte, die gibt es in der Ausstellung Bitrot, die Vorstellungswelt von Douglas Copeland. Diese Ausstellung zeigt im Grunde genommen Schnittstellen zwischen seinem literarischen Werk und seinem bildnerischen Werk und das gleichzeitig in Verbindung seiner eigenen Arbeiten. Da sehen wir hinter uns, hinter mir gerade die Slogans schon für das 21. Jahrhundert im Hintergrund und gleichzeitig seine private Sammlung, also Objekte von anderen Künstlerinnen und Künstlern, die er über die letzten 20 Jahre zusammengetragen hat und mit denen er tatsächlich lebt. Also im Grunde genommen befinden wir uns hier so im Haus von Douglas Copeland. Die Ausstellung bietet dabei eine assoziative und visuell spielerische Konstellation. Von ihm stammt der schöne Ausspruch und der ist auch bei diesen Slogans mit dabei: I miss my pre-Internet brain. Also er vermisst sein Vor-Internet-Gehirn, Denken. Und das ist eigentlich ein ganz schöner Hinweis darauf, worum es geht in der Ausstellung. Wie sind wir alle aufgewachsen ohne all diese sozialen Medien? Wer in die Welt von Douglas Copeland eintauchen möchte, hat bis 8. Januar 2017 noch Zeit, die Villa Stuck zu besuchen. Fitness und Erholung, das bieten die M-Bäder den Münchnerinnen und Münchnern das ganze Jahr hindurch. Und natürlich rund um die Feiertage und den Jahreswechsel. Die Stadtwerke München ermöglichen den Badegästen auch an den Weihnachtstagen und zwischen den Jahren das Schwimmen, Saunieren und Eislaufen. Fitness und Erholung, das bieten die Stadtwerke München in den M-Bädern. Und sie bieten es natürlich auch zum Jahresende. Nach den für viele turbulenten Tagen vor Weihnachten darf man sich hier gerne eine kleine erholsame Auszeit gönnen. Sei es, um Bahnen zu ziehen und sich fit zu halten, vielleicht auch auf dem Eis im Prinze mehr oder weniger elegant einige Runden zu drehen, oder einfach auf Sprudel liegen und im Strömungskanal relaxen und Spaß haben. Oder die Seele in den Saunen und im Schwitzbad so richtig baumeln lassen und an gar nichts denken. Hier die Öffnungszeiten an den Feiertagen. An Heiligabend sind das Westbad, das Michaelibad, das Nordbad, die Olympiaschwimmhalle und das Dante-Winter-Warmfreibad und das Prinzregentenstadion bis 14 Uhr geöffnet. Die übrigen M-Bäder haben geschlossen. An den beiden Weihnachtsfeiertagen gelten in den M-Bädern und M-Saunen die üblichen Sonntags- bzw. Montagsöffnungszeiten. Das Bad Forstenrieder Park schließt am Montag erst um 22 Uhr. Eislaufen im Prinzregentenstadion 9.30 Uhr bis 21.30 Uhr. Das alte Jahr sportlich ausklingen lassen? Die M-Bäder sind bereit. An Silvester haben das Westbad, das Michaelibad, das Nordbad, das Dante-Winter-Warmfreibad, die Olympiaschwimmhalle und das Prinzregentenstadion bis 14 Uhr geöffnet. Die übrigen M-Bäder haben geschlossen. Ihre guten Vorsätze im neuen Jahr können Sie in unseren Becken und Saunen sofort und vom ersten Tag an umsetzen. Am 1. Januar öffnen die M-Bäder und M-Saunen um 10 Uhr. Es gelten die für sonntags üblichen Schließzeiten. Das Prinzregentenstadion steht Eisläufern und Tänzern von 10 bis 21.30 Uhr offen und die Sauna hat hier ganz regulär bis 23 Uhr geöffnet. Und bei uns, liebe Zuschauer, geht es jetzt weiter mit unserer Rubrik Veranstaltungen. Das Wichtigste aus den städtischen Kultur-, Sport- und Freizeitstätten. Zusammengefasst für Sie im Überblick. The Great Animal Orchestra. Die Münchner Symphoniker haben nun erstmals diese skurrile Komposition des englischen Komponisten Richard Blackford aufgeführt. Eine spannungsgeladene Symphonie gespickt mit echten Tierlauten, die von einem Musiker live mit einem Sample-Keyboard eingespielt werden. Musik.
kann Texturen von Vögeln und Grille und Frosch und so weiter hören und neue Sachen vielleicht noch nie vorher probiert. Und ja, es ist wirklich eine symphonische Celebration von Natur. Die Laute sind ganz klassisch mit unserer Notenschrift notiert. Das heißt, der Spieler, der diese Samples steuert, der spielt auf einer Klaviertastatur wirklich Noten und Töne. Und diesen einzelnen Tasten sind dann bestimmte Klänge zugeordnet, sodass der dann vielleicht ein C spielt, aber es klingt ein Elefant auf einmal. Der Great Animal Orchestra, ein tierisches Meisterwerk von den Münchner Symphonikern, erstmals in Deutschland zelebriert. Die Geschichte von Romeo und Julia, leidenschaftlich und modern inszeniert. Die größte Love Story der Welt ist Thema der neuen Holiday on Ice Show Believe, die im Februar in der Olympiahalle München gastiert. Vor allem auch erstmalig wieder eine ganze Geschichte auf dem Eis, also nicht einzelne Episoden, sondern eine durchgehende Geschichte. Und ja, Holiday on Ice gehört halt zu unseren ganz wichtigen Veranstaltungen, die wir jedes Jahr haben, ist auch die dienstälteste Veranstaltung mittlerweile seit 72. Believe, die neue Ausgabe der beliebtesten Eisshow aller Zeiten, vom 8. bis 12. Februar in der Olympiahalle München. Zum Einstimmen auf Weihnachten gibt es in der Philharmonie ein ganz besonderes Schmankerl. Festliche Musik zum Heiligen Abend, ein besonderes Ambiente mit Sopran, Trompete und Orgel. Wie in jedem Jahr haben wir eine schöne Mischung gefunden aus alter Musik von den beiden Barockmeistern Bach und Händel. Aber heuer haben wir auch sehr viel romantische Musik dabei und das Ganze ist natürlich weihnachtlich geprägt. Das heißt, es ist festliche Musik und es ist besinnliche Musik. Aufgeteilt zwischen der Orgel und meinen Kollegen Guido Segers, den Solotrompeter der Münchner Philharmoniker, und meine Kollegin Katja Stuber, die mit ihrer wunderbaren, zarten Stimme zum besinnlichen Teil beiträgt. Ein herausragendes Stück ist der Weihnachtszyklus von Peter Cornelius. 7 besinnliche Weihnachtslieder hintereinander. Am 24.12. um 16 Uhr findet die festliche Musik zum Heiligen Abend in der Philharmonie im Gasteig statt. Einstimmen auf Weihnachten erwünscht. Nächste Woche in unser München die vielfältigen Aufgaben der modernen Dramaturgie. Wir zeigen sie Ihnen am Beispiel der Chefdramaturgin vom Münchner Volkstheater. Für heute, liebe Zuschauer, bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch weiterhin eine angenehme Zeit. Auf Wiedersehen. Es rockt. Die Stadtsparkasse München präsentiert Aktionen für junge Kunden. Es rockt bietet exklusive Events, attraktive Gewinnspiele, sowie lukrative Vorteilsaktionen wie Tollwood-Festival, Kino-Events oder vergünstigte Eintrittskarten zu spannenden Spielen der Münchner Löwen. Es rockt. Vorsprung durch Wissen mit Seminaren und Workshops zu Finanzen und Karriere. Zum Beispiel, wie finanziere ich mein Studium oder fit für den ersten Arbeitstag. Es rockt. Das Programm der Stadtsparkasse München für coole Leute. Infos im Blog, auf Facebook und unter www.s-rockt.sskm.de oder in den 80 Filialen in unserer Stadt. Stadtsparkasse München, die Bank unserer Stadt. Das rockt!